Manchmal wie ihr uns Abel nennt. Interessant, dass ihr Kain und Abel aus dem Alten Testament nehmt. Adams und Evas erste Kinder nach ihrer Verbannung. Die Orbitalwiege wird auch Kainwiege genannt. Es gibt noch weitere Einrichtungen wie diese mit Kain in Hibernation. Das hier ist nicht die einzige Wiege. Wir wollten sie wecken, sobald Regaia bereit war. In diesen Behältnissen sind also... Ja, die Menschen aus meinem Zeitalter schlafen noch da drin. Meine Mutter und mein Vater, alle meine Freunde und Forschungskollegen. Aber dann leben sie doch noch alle noch. Ara stammt von Lost Gaia, das heißt... Jetzt habt ihr es verstanden. Ara ist ein Mensch mit anderer Abstammung. Sie ist ein Kain. Also du hast doch gesagt, dass wir biologisch fast identisch sind. Also ändert das nichts, oder? Das würde es nicht, wenn das Regaia-Programm nach Plan verlaufen würde. Aber jetzt, da das Silentium unseren Plan aufgehalten hat, ist Ara in einer extrem schwierigen Position. Weil sie die einzige Kain ist, die momentan wach ist. Aber was viel wichtiger ist, Geist, hattest du nicht gesagt, dass du eine Lösung für... Silentium gefunden hast? Es würde die Situation drastisch verändern. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um diese Lösung mit uns zu teilen. Stimmt, wenn wir das Silentium endgültig beenden können, dann können auch alle hier drin auf Regaia leben, oder? Ja, ich möchte euch an einen Ort bringen, um es zu erklären. Die Forschungsergebnisse zu Lost Gaia sind im Raum über uns. Ich werde meinen Plan dort erklären. Deswegen hat der andere Angst vor einem Krieg. Es waren ja schon die auf Lost Gaia. Haben ja schon Krieg geführt. Untereinander. Wenn jetzt noch Menschen aus Regaia kommen, auch wenn sie identisch sind, kann es zu Konflikt und Kriege führen. Orbitalwaage, Himmelstreppe. Das ist interessant. Also hier würden wir quasi weiterkämpfen. Harter Sildstein. Ich muss die möglichst schnell besiegen. Da hier. Orichalcum? Orichalcos. Orichalcos, okay. Ein äußerst seltener, legendärer Kristall. Man sagt, er verfügt über ewig währende Eigenschaften. Doch welche das sein sollen, hat noch niemand herausgefunden. Damit kann ich meine Waffe wahrscheinlich auf Level 10 machen. Okay, das ist ein Teleporter, oder? Ja. Gott, also ist das hier alles ein großes Rätsel. Ja, nur der Unterschied, dass ich auf den Rätsel echt nicht gespannt bin. Okay, wir gehen zuerst nach B, weil nach A B kommt. Okay, Schatztruhe. Noch mehr Ochrei kommt. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel ich brauche, um meine Waffe abzugraden.
Okay, C. Und da geht's auch mit D gleich weiter. Okay, ganz schnell einfach hier. Ja, doch, mit der Attacke können wir die ziemlich gut auseinandernehmen. Ein bisschen würde ich hier gerne erkunden, auch wenn es mir jetzt nichts bringt, weil ich keinen Speicherpunkt habe. Aber ich kann ja vielleicht meine Waffe upgraden und das würde sehr viel weiterhelfen. Du kommst auf einem offenen Feld an. Es scheinen keine Omen in der Nähe zu sein. Du siehst noch einen guten Ort für eine Rast aus. Legen wir eine Pause an. 30 Minuten später. Du hast dich ausgeruht. Deine Gesundheit und Ausdauer wurden wiederhergestellt. Aber als du gehen willst, stürmen Omen auf dich zu und umzingeln dich. Die Omen greifen an. Tja, hat eigentlich nur meine Ausdauer jetzt erhöht. Okay, wir sind sehr müde jetzt. Okay, einen Teleport können wir uns noch wagen. Oha. Nee, wir lassen das jetzt erstmal. Wir haben jetzt eine Runde Schlaf verdient. Okay, zum Verkauf. Habe ich ja leider jetzt weggepackt. Ja, erstmal einen davon. Und die Batterie kann ich ja gleich aufladen. Okay, Sonnenstein verkaufen. Ich bin sehr gespannt, wie viel Geld dieser Sonnenstein bringt. Okay, schlafen. Wir haben es zu Level 60 geschafft. Und wie gesagt, vor dem Winterende hätte ich gern Level 65 und meine Waffe auf Level 10. Boah, der Sonnenstein bringt 5000. Das ist eine gute Summe. Pandarin 50. Jetzt mit dem Akku wahrscheinlich noch zweimal. Die Frucht kriegen wir hin. Der Rest wird ein bisschen schwerer. Hier das Reparaturset. Das muss ich herstellen, das schreit danach. Noch irgendwas anderes, was sinnvoll wäre? Eigentlich nein. Ich habe das nicht gemacht. Au. Au, nicht gut. Gar nicht gut. Muss ich besser aufpassen. Das könnte ja richtig in die Hose gehen. Okay, lagern und den ganzen Rest verkaufen.
zwei davon, zwei davon. Marmelade ist noch dabei. 10 Eier. 10 Milch. Und noch mehr von den Steinen. Ich hätte auch gleich die leere Batterie mitnehmen können. Wenn ich nachgedacht hätte. Okay, das ist voll. Wie viele kann ich jetzt eigentlich mittlerweile herstellen? 20, 33. Ja, bei der Bergkuppel. Und unseren Freund schleichen. Okay, aber das war's doch jetzt technisch eigentlich. Okay, hier was zu essen müsste ich mir eigentlich machen. Machen wir uns davon noch welche? Hier 4 Stück. Dann gucken wir uns die Waffen nebenbei. Stimmt ja. Wo war das? Noch 9 Waffen verstärken. Noch 9 Stück, damit ich die gewünschte Anzahl habe. Weltraumreisen von der per Luftschiff erreichbaren Spitze des Schlosses der Illusion aus kannst du den Weltraum bereisen. Okay, also muss ich da jetzt immer hoch. Okay, ich meine, das war 100% das Material, was ich brauche, um die Waffe abzugraden. Okay. Von ihrer kann ich die Waffe dann auch upgraden. Aber erstmal unsere eigene. Und dann mache ich sie auf Level 9. Mache ich sie ja gar nicht auf 10. Auf 10 ist noch ein Material, was wir schon wieder nicht haben. Also wird es wahrscheinlich noch einen weiteren Dungeon danach geben. Man muss ja. So gesehen. Okay, machen wir erstmal von Aria. Okay, das sollte aber dann das letzte sein. Ich glaube nämlich Level 10 ist Maximum. Auch wenn das natürlich nur meine Vermutung ist. Wie es im Endeffekt ist, werden wir dann sehen. Und sobald hier bei dir wieder voll ist, kann ich nach Argen und weiterkaufen. 95.000 habe ich, das werde ich mir aber aufheben. Ich darf nicht vergessen, ich habe ja im Frühling wieder mein Unterwasserbiom und mein Höhlenbiom. Wo ich auch wieder Zutaten kaufen muss, um die voll zu machen. Also brauche ich mindestens 400.000, glaube ich. Damit ich wirklich das erreicht habe, was ich haben möchte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so schlau war, die 80.000 auszugeben.
Okay, wir können davon 3 wiederherstellen. Dann wäre das schon mal wieder halbwegs aktuell. Ich meine, das Gärungsfass wäre eine Überlegung wert. Die Pandarien könnten wir eigentlich zu guten Getränken herstellen. Ich meine, das geht wesentlich leichter als das hier. Das mit dem Trüffel. Ist das eine Zutat, die ich jetzt gebrauchen könnte? Nein, ist es nicht. Überraschend. Überraschend und interessant, finde ich. Okay, Pflanzfähigkeit, das wäre halt natürlich nochmal sehr gut, das auch noch zu kriegen. Ja, aber Prigelisien und Gurkola und Herzpfirsich, Erdbeeren. Ja, das wird dauern. Ich meine, hier 3 Stück kann ich 100%. Angeln würde auch noch gehen, irgendwie. Das und die Frucht. Genauso mit den 40, wenn nicht sogar 50, wenn ich Glück habe. Das hier ist nämlich das wahre Schwere. Ich brauche 8 Stück noch. Dafür muss ich einfach die pflanzen. Wie gesagt, ich hätte es wirklich gerne alles bevor das Spiel durchgespielt ist und nicht erst danach. Wir haben hier eigentlich aber alles jetzt gemacht und geholt. Ich könnte hier einfach nur noch mal ein bisschen was zu farmen. Hier noch mal. Einfach damit wir was haben. Und dann gehen wir zur Weltraumstation. Zu der Keimwiege. Dafür brauchen wir Luftschiff. Orbitalwiege und Weltraumlift Vergilius. Wir gehen zur Orbitalwiege. Genau hier hin. Obwohl, jetzt da ich den Reparaturding habe, würde ich gerne. Auch wenn es doof klingt ein bisschen. Ich würde gerne hier das reparieren. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Auch wenn es ein bisschen doof ist, ich würde das sehr, sehr gerne reparieren.
Wenn so extrem aufwendig, sollte es auch nicht sein. Die 2-3 Minuten haben wir. Vielleicht kriegen wir sogar noch eine stabile Schraube von dem. Ja, perfekt. Ich hab's gesagt und bekommen. Würde hier sogar alles für so ein Level-Upgrade reichen. Okay, repariert und aktiviert. Ich hätte vielleicht es dafür aufheben sollen. Okay, Sonnenstein und Blitzstein. Den Sonnenstein können wir verkaufen. Nebenbei, es wäre glaube ich schlauer gewesen, wenn ich von oben eins runtergegangen wäre. Und nicht andersherum. Okay, das seid ihr zwei wieder. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Wir können ja noch ein bisschen erkunden. Orbitalwiege. Ziel bestätigt, bereit für den Start auf Aufprall vorbereiten. Und zuallererst essen wir was. Genau, damit das wieder hier alles voll ist. Von den Schrauben hätte ich genug, um noch ein Reparaturset herzustellen. Wäre nicht so doof, bevor ich hier weiter erkunde. Weil da wird bestimmt noch einer sein. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Deswegen stellen wir den auch schnell her. Und gehen dann nochmal nach oben. Am Ende muss ich wieder zurücklaufen, weil ich es nicht habe. Und das wäre ja mal wirklich ärgerlich. Und hier bin ich ja sofort wieder da. Aber es ist Weihnachten und ich habe noch andere Sachen zu machen. Familie und so. Und ich muss die Folgen noch hochladen. Von daher verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und bis zum nächsten Mal. Ciao.